So. Huh? Sorry. Bin hier gut gemacht, muss ich mich da noch hin. Ja, stimmt. Wende 2.8. 60. Belichtungszeit. Frage, ob die reicht. Na, erstmal ja. Der erste Schnee ist schon zu sehen. Ich habe nur geräuschlos. Oh, das lasse ich jetzt auch drin. Aber die hatte auch immer noch nur einen SD-Karten-Slot oder hat die mittlerweile? Nein, die hat den. Ey, nee, und dann sollte ich nicht reinigen. Das hat der zweite Slot für einen Vorteil. Du kannst dann. Na, ich habe bei mir so eingestellt, mittlerweile, wenn ich RAW und JPEG mache, geht auf den einen Slot JPEG, auf den anderen RAW. Ja. Und der zweite ist bei mir eine größere Speicherkarte und da geht gleichzeitig auch das ganze Videomaterial drin. Also ich habe es schön sortiert. Ist an sich auch, bei meiner Z-V10 geht es ja nicht, da ist alles in einer, aber ich sag mal, okay. Ich finde es gut. Es ist, wäre kein Muss, aber ich finde es trotzdem gut. Also. Why not? So, Runde 4. Ah. Mit dem Schuss hätte ich nicht gerechnet, geil. Sag mal. Spiegelung da unten und im Nassen, ich hab's nur durch Zufall gesehen. Lass mal sehen. Bin ich mal gespannt. Ich meine, ich habe zwar jetzt nur 28, aber. So tief wie was so gut. Nee, das ist mein Motiv. Geh weg. Nee, hau ab. Tschüss. Ja, bleib so stehen, das finde ich gut. Geil. Ist auch gut. Mhm. Aber ein bisschen mehr Weitwinkel wäre ganz gut gewesen, aber. Ist halt ein 28er Scheiß drauf. Was hast du denn da? Fette Landschaft. Ja, ich habe angefangen mit den Astronauten tatsächlich. Irgendwie viele, oder? Irgendwie haben da viele angefangen. Da habe ich mir gebraucht, die 6000. Und meine Spielabweile. Ja, habe ich schon gesagt, da. Aber irgendwann reicht einem das Handy ja nicht mehr, ne? Oder hier? Quasi Mehrfachbelichtung. Durch wie viele Scheiben hatte ich jetzt hier? 2-3 Scheiben? Leichte Spiegelung mit drin? Das hier. Das hier zum Beispiel. Das ist ja ein Kostenwasser. Hier gerade durch. Wie gesagt, Filmfotografie ist so eine Sache. Ich auch. Halt doch mal ran. Ah, jetzt finde ich den Flip-Out-Screen. Also noch ein bisschen mehr ran an die Scheibe. Ja, jetzt komme ich dran. Das ist mega cool. Zwar jetzt ein bisschen schief geworden, aber ich finde es gut. Aber ich habe immer noch Blende 4 drin, sehe ich gerade. Also runterdrehen. Ja, jetzt hätte ich gern. Obwohl, 28 gehen auch hier. 28 reichen bei der Höhe. Ach, hier ist auch noch mal Studio Line. Ja. Ich noch nicht, beziehungsweise ich kenne sie nur von außen. Ach, das ist. Warte mal. Ist die Tür offen? Scheiße. Macht auf! Lass mich rein! Ey, da musst du ihn davor stellen, da hast du richtig geiles Porträtbild, ey. Cheat, Mann. Kann die Tür nicht offen sein, ey. Das kommt echt kacke. Warte mal. Schöner Schärfenverlauf, finde ich mega nice. Erstmal kurz abbauen, ich habe auf den Stress gerade gekommen. Jetzt wäre ein Flip-Out-Screen ganz gut, ne? Ja, man kann nicht alles haben. Mhm. Ja, aber die Spiegelung ist gut. Aber weiter rüber kommst du wahrscheinlich nicht, ne? Nee, es ist wirklich perfekt. Was ein bisschen schade ist. Warte, du hast ja umgerechnet jetzt auch so. 25 hast du jetzt gerade gehabt.
Was du machen kannst, ist auch hinter der. Hinter der Säule noch ein bisschen. Da kannst du auch manchmal noch ein bisschen was rausholen. Gut, gut. Coolio, wenn du den eins kannst. Boah. Bevor ich los. Mal Vergleich, sag mal deins. Dann krieg ich noch ein bisschen mehr drauf. Aber ja, gut, der Unterschied ist trotzdem wie geht's. Siehst du auch gerade, was ich sehe? Siehst du auch gerade, was ich sehe? Da mit dem Schumpf. Wenn du weiter nach hinten gehst, hast du eine ganz scharfe Breite zum Beispiel. Ich hoffe, man sieht noch ein bisschen. Jetzt ist er aus. Okay. Ach, hier ist noch mehr. Mal gucken, ob ich einen kleinen Schärfeverlauf hinkriege. Ja, noch besser, noch besser. Das ist geil. Das finde ich gut. Jo. Oh, das finde ich, mega. What? Das habe ich vorhin probiert, aber dafür ist das Schild nicht groß genug. Ich sage ja, für Kinder das reicht. Ja. Es kann ein Stück weiter davor rennen, das ist ja okay. Aber eben auch nur, wenn es Kind ist. Ich muss oder was ich, wenn du halt einen schönen Hund hast, einen schönen Hundekoffer oder so drauf kriegst. Das ist ja cool. Aber alles andere ist halt irgendwie. Oder du nimmst einfach den Schnee, der hier liegt. Der dürfte auch ganz gut reflektieren. Ja, na, wie gesagt, solange du. Ich hab mir ich finde zum Beispiel voll lieb, wenn Leute mich fragen, dürfen wir das Foto machen? Ich bin schon mal Fotografen zugegangen, die richtig gute Fotos gemacht haben. Und dann habe ich mir zur Schulter gesagt, wir haben jetzt hier Probleme. Entweder lassen wir uns das Tief oder das Platz, damit das selber machen. Manche Leute sagen, das ist gut. Manche Leute sagen, das ist einfach gut. Und die Idee ist klar, dann können wir. Alles gut, nicht zu. So. Guck mal, hier ein bisschen die Pfanne kommen. Unter anderem. Wir können auch Beweisfotos für Sie machen. Hohe Belichtungszeit, 2 Sekunden Selbstauslöser hochschmeißen, mal gucken, was er trifft. Ja. Besser fangen. Ja, oh Gott. Und am Ende hast du nur das Bild. Das wäre geil. Und sie guckt und du dir runterknippst. Oh fuck. Und du hast unten noch Spiegelung übrigens, ne? Komm, ich probier's jetzt mal. Ja. Ah. Oh, das sieht sehr schön aus. So, ein bisschen nachframen. Nee, das noch nicht. Auch wieder auf AFS. Ein bisschen dunkler, so ein Schrittchen rüber. Hier muss ich doch einen Schritt höher. Muss man hier nicht zuhören. Ich könnte mal wieder auf Highlights stehen.
Okay. Irgendwo am Höhen, weil das ist wahrscheinlich die 5 Minuten, ja. Was haltet ihr von dem Bild? Zu voll. Sehr dunkel. Haus ist cool. Zu voll. Ist mit dem 400 mm Blende 5.6 entstanden. Also du musst auch die Pistole. Ja, das ist hast du schon mal gesehen? Cooles Bild, aber es ist mir halt einfach zu viel los. Wahrscheinlich. Ja, ich sag mal, du hast halt. Oh nein, ich hab nicht gesehen. Fuck. Aber man sieht doch scheiße. Warte. Den will ich jetzt schnell kriegen. Den will ich jetzt schnell erwischen. Ja. Also halt. Warte mal, Licht. Hier habe ich ein schönes Lichtchen, Ah, scheiße, die war zu groß. Ah. Jetzt mag ich den Schnee ins Auge. Das will heute keiner durchlaufen, ich merke schon. Du kannst halt auch deine DSLR oder DSLM machen. Hatte ich früher halt auch einen kleiner gehabt.